Bremen kontrovers. Ihr Moderator Malte Bastian. Der Endspurt in der großen Politik, er hat begonnen. Peer Steinbrück wird gegen Angela Merkel antreten. Damit ganz herzlich willkommen zu Bremen kontrovers. Wir wollen heute einmal der Frage nachgehen, droht uns die große Koalition und natürlich auch der Frage, welche Auswirkungen hat das für Bremen? Und ich freue mich, im Studio ganz herzlich begrüßen zu können, Luisa Katharina Häsler, CDU-Bürgerschaftsabgeordnete, und Klaus-Rainer Rupp, Bürgerschaftsabgeordneter der Linken. Herr Rupp, das war ja ein sehr langes Gerangel hinter den Kulissen, viel Murren innerhalb der SPD und dann kam so plötzlich diese Stoßgeburt, so haben wir so ein bisschen holterdiepolter den Kanzlerkandidaten zur Welt gebracht. Was glauben Sie, warum das so ablief? Das erinnert ja fast ein bisschen an die Kandidatensuche, die auch Ihre Partei auf Bundesebene vor gar nicht so langer Zeit hinter sich gebracht hat. Nur Sie haben ja keinen Kanzlerkandidaten nominiert. Ja, das war natürlich bei uns was anderes. Und ich meine, dass es deswegen so schwierig ist, weil die SPD in der Regel dann einen aussichtsreichen Kandidaten nominiert, wenn sie gewinnen kann. Und vorher nominiert sie Leute, die ja dann möglicherweise keine Chance haben. Und ich bin mir relativ sicher, dass das die Frage war, ja, wen nominieren wir? Ich hätte eher gedacht, das ist jemand wie Steinmeier. Aber jetzt Steinbrück zu nominieren, hält sozusagen andere Kandidaten oder auch Hannelore Kraft hält andere Kandidaten im Rennen für 2000, wann ist das dann, 17? Ja? Und deswegen dauert das so lange. Ich selber bin kein großer Freund von solchen Zankereien. Ich meine, man kann auch als Partei langfristig auch Menschen präsentieren, Menschen aufbauen und sagen, hey, 2 Jahre, 3 Jahre vorher, ich gehe demnächst los und will euer Kanzler werden. Das kann man machen und das finde ich, würde ich besser finden. Aber es geht ja auch um viel Geld, um Macht und wenn es an das kommt, dann werden Menschen oft komisch. Ich würde gerne mal auf einen weiteren Punkt kommen, der jetzt ja im Zuge der Nominierung sehr in den Vordergrund getreten ist, nämlich die Diskussionen darüber, warum Herr Steinbrück weniger im Bundestag zu finden war in der Vergangenheit, sondern denn mehr bei Vorträgen der verschiedensten Art und damit ungefähr 500.000 Euro nebenbei verdient hat. Herr Rupp, ist so jemand nicht auch jemand, der zeigt, wie agil er ist, wie viel er unterwegs ist und damit doch eigentlich eine Idealbesetzung auch für einen Reisekanzler? Ich muss ganz sorgfältig auf den Tisch legen, was man an Nebeneinkünften hat, wohin das Geld geht, weil wenn man für einen Vortrag 7.000 Euro kriegt, dann ist das unverschämt viel Geld. Vor allen Dingen für jemanden, der Kanzler werden will und der möglicherweise die Agenda 2010 zurückdrehen will, was ja teilweise angesprochen wird, dann grenzt es schon ein bisschen an Heuchelei. Und für mich ist das sehr ärgerlich, dass nicht nur Herr Steinbrück, auch andere Politikerinnen und Politiker sich teilweise sehr unverschämt bedienen, wenn sie irgendeine Position haben. Einige bedienen sich aber schlauerweise auch erst, nachdem sie ihre Position nicht mehr haben. Also wenn man an den Kollegen Schröder denkt. Also die Verlockung des Geldes sind offensichtlich so groß, dass selbst Politikerinnen und Politiker, die Bundeskanzler werden wollen oder Minister, dem nicht widerstehen können. Und das ist etwas, das muss man dringend ändern. Man muss die Nebeneinkünfte auf den Tisch legen und ja, möglicherweise auch einfach verbieten. Und für ja, ist es ein Nebenkriegsschauplatz? Ich will das gar nicht kleinreden, dass es sowas nicht geht. Aber es gibt auch ganz entscheidende Fragen, die wir lösen müssen. Also angefangen von Finanzkrise, Rentenproblemen, steigende Armut, Frage Mindestlohn ja oder nein, Ausland. Also die Liste von ganz wichtigen. Boulevardmedien. Und die entscheidende Frage ist ja, können wir von Peer Steinbrück, unabhängig davon, ob er Geld genommen hat von irgendjemand oder Geld bekommen hat oder nicht, können wir von ihm als Bundeskanzler eine andere Politik erwarten? Wird es spannend. Das ist ja tatsächlich eine spannende Frage. Das, was er mit Vorträgen verdient, ist ja absolut nichts Ehrenrühriges. Das ist völlig legal und er bewegt sich da auch in keinster Weise in irgendeiner Grauzone. Inwieweit das moralisch anfechtbar ist, das liegt immer im Auge des Betrachters. Ich sag mal salopp,
Zumindest können wir doch in der Finanzpolitik von Peer Steinbrück lernen, wie man umtriebig ist, wie agil man sein kann, um eben auch in der Lage sein zu können, vor verschiedenen Verbänden eine Politik auch plausibel zu machen, Herr Rupp. Ich bin mir da nicht sicher. Ich habe lernen müssen, dass Peer Steinbrück schon mal Aufsichtsrat von der Landesbank Nordrhein-Westfalen gewesen ist. Und er hat da aus einer soliden Landesbank auch ein Casino gemacht. Also natürlich ist er agil und umtriebig, aber zumindest zu der Zeit war er vollständig davon überzeugt, dass es richtig ist, irgendwie Finanzmarktspekulation als Bank zu betreiben. Und vielleicht kann man sagen, er weiß jetzt, was man falsch macht, und wir können jetzt damit rechnen, dass er dann mal guckt, ob man diese Finanzkrise und auch die Spekulationen irgendwie eingrenzt. Bremen kontrovers. Ihr Moderator Malte Bastian.